Herzlich willkommen bei der Kanzlei Rieger und Partner. Heute sprechen wir über das Thema Vermögensschutz, Asset Protection. Da haben wir einen speziellen Gast bei uns, das ist der Carsten, Mandant, der bereits die Asset Protection durchlaufen hat, für den wir einmal ein Vehikel errichtet haben, damit er einiges an Steuern sparen kann und natürlich sein Vermögen für die Zukunft schützen kann. Deswegen auf der linken Seite von mir, Carsten ist heute mit dabei, wie immer beim Vermögensthema und Steuerthema unser Super-Experte von der Kanzlei Rieger und Partner, Partner der Kanzlei Ryan Tickmeyer. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Eine kleine Besonderheit haben wir heute natürlich, da wir einen Mandanten haben, der sagt, pass auf, ich stehe euch für eine Meinung und mal kurz erzählen, wie es gewesen ist, gerne zur Verfügung, aber ich möchte bitte nicht erkannt werden, werden wir dich, lieber Carsten, einmal pixeln, dem kommen wir nach. Super, vielen Dank. Gerne. Und er wird uns einmal über seine Erfahrungsberichte heute schildern. Seine Erfahrung mit uns, ne? Jawohl. Herzlich willkommen. Dankeschön. Also ich habe eine GmbH zusammen mit meinem Vater gehalten, die wir schon in der dritten Generation hatten jetzt, in meiner Generation. Und die wollten wir veräußern. Und genau, das wären ungefähr knapp über 100 Millionen Euro Veräußerungsgewinn gewesen. Und da hat uns der Familiensteuerberater ein Konzept vorgeschlagen. Danach hätten wir ungefähr 40 Millionen Euro von dem Gewinn ans Finanzamt zahlen sollen. Und auch dann für die Verschiebung der Gewinne hätten wir in England eine Limited by Guarantee gründen sollen, wonach wir dann alles verschoben hätten und dann wären wir als Familie gemeinsam nach Österreich ausgewandert. Oh yes, das ist ein komplexerer Fall. Carsten hat, muss man ja dazu sagen, es war einer unserer komplexeren Fälle, aber ja. es war auch deswegen komplex, weil man natürlich die Schwierigkeit hatten, da waren viele, viele Köche am Werk und wie es so immer so schön ist, ja, viele Köche verderben den Brei am Ende des Tages. Ja, genau. Ja? Vielleicht möchtest du mal was. Ich denke mal, wir können gleich zu Beginn. Also es ist ja kein Geheimnis. Wir beide sind keine Fans von der Limited by Guarantee. Ja, das hatten wir ja auch gesehen. Das ist dann so der erste Punkt, was vom Haussteuerberater natürlich kommt. Bei uns ist es bei unserer Kanzlei, wir sind über 8 internationale Standorte vertreten, die wir selber betreuen, der Cornelius und ich. Und das heißt natürlich auch, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, was die ganze Strukturierungsthematik angeht. Das heißt nicht, wir müssen dann irgendwie bei einer großen Brand anrufen, bei der Partnergesellschaft und sozusagen, okay, wie würdest du das machen? Können wir das machen? Und dann sagt der Partner, ja, da endet leider unsere Kompetenz. Das ist ja bei uns nicht so. Limited bei Garantie, das kam, glaube ich, vom Haussteuerberater, als wir beim Erstgespräch aufgenommen haben. Und dann gehen bei dem Cornelius und mir ja schon immer gleich komplett alle Alarmsirenen an, was natürlich dann auch vielschichtig ist, weil auch natürlich der Wegzug nach Österreich da schon mit geplant war. Das hat natürlich eine Vielschicht von Problemen, die jetzt auf einmal aufgeworfen werden. Natürlich der erste Schritt, Vermögensabsicherung beraten worden mit Limited by Guarantee. Das hatten wir jetzt hier auch schon mal im anderen Video schon mal gehabt. Limited by Guarantee ist ja ist keine Stiftung. Das heißt, wir haben natürlich nach dem deutschen Außensteuergesetz Einfallstore, die sehr groß sind, Hinzurechnungsbesteuerung in Deutschland natürlich und so weiter und so weiter. Hätte man eigentlich auch schon sich nochmal anschauen sollen. Und dann vor allen Dingen dadurch, durch die Hinzurechnung natürlich die komplette Wegzugsbesteuerung aus Deutschland nach Österreich dann nochmal wieder fällig geworden wäre. Das heißt eigentlich, in dem Fall hätten wir hier eine Doppelbesteuerung, auch nochmal so nicht eine doppelte Besteuerung gehabt, sondern zweimal eine Besteuerung, einmal für die Veräußerung, dann nochmal für den Wegzug und dann eigentlich nochmal hinten raus mit der Erbschaftsschenkungssteuer, was bei der Limited by Guarantee jetzt auch anders geregelt ist, was ja auch nochmal Erbschaftsschenkungssteuer auslösen würde durch das Außensteuergesetz. Das heißt, es ist natürlich in dem Fall auf 3 Stufen dann nochmal besteuert, was man natürlich jetzt nicht machen muss. Ja.
Da rennt einmal der Carsten von Brontius zu Pilatus am Anfang und dabei lag die Lösung ein bisschen näher. Ja, einmal genau. Ganz kurz über den Teich drüber geschaut. Wie war es denn für dich? Wie bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, dass du etwas verändern musst bei dir? Ja, ich bin aufgrund eigentlich von Empfehlungen über Netzwerk dann zu Riga und Partner gekommen. Und habe dann auch nach einem kostenlosen Erstgespräch und auch einer kostenlosen ersten Analyse ein ernüchterndes und viel besseres Ergebnis präsentiert bekommen. Sprich, die Besteuerung wurde von 40 Millionen ungefähr dann auf 4 Millionen gesenkt. Da wurde natürlich was viel Besseres für uns erreicht. Ja. Muss man nicht groß erwähnen. Und ja, die Problematik mit der Limited by Guarantee in England ist auch sehr komplex und da wären einige Fallen drin gewesen für unsere Firma, für uns privat auch, und da sind wir alle sehr froh, dass das nicht so gegangen ist, weil am Ende, ihr könnt es vielleicht ein bisschen besser erklären, am Ende wir wären wahrscheinlich mit einer millionenhohen Steuerhinterziehung gefallen, die wir gar nicht geplant hätten so. Und ja, da sind wir sehr froh, dass das noch vermieden werden konnte durch Riga und Partner. Vielleicht magst du gerade mal drauf eingehen, auf diese Reduzierung von 100 ja, zu 4. Ja. Ja. Vielleicht können wir da nochmal eingehen. Ja. Das ist natürlich auch ein sehr komplexer Fall gewesen, wie du es gerade schon gesagt hast, sehr kompliziert. Da haben wir auch schon so 6 Monate für die Umsetzung gebraucht. Wir haben uns natürlich zu Anfang, sollten wir uns dann ja auch mit den lokalen Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, die euch jetzt schon mehr als 30 Jahre da begleitet haben, irgendwie auch auseinandersetzen. Die haben natürlich die Lösung wenig verstanden und kennen das natürlich. Die kennen dann Deutschland. Für die ist es dann auch schwierig, sag ich mal, die Steuermodelle von anderen Ländern oder auch grenzüberschreitend zu bewerten. Das ist ja alles gar kein Problem. Das muss man nur dann einmal aufnehmen und behandeln. Ne? Das heißt, mit denen haben wir uns ja auch auseinandergesetzt, haben dann verstanden, dass wir da nicht weitergekommen sind. Und dann ist es halt, da sind wir dann auch immer auch ein bisschen auf den Mandanten angewiesen, dass der dann wirklich eine Führungsentscheidung trifft und sagt, ich habe das Vertrauen, die Kanzlei Riga Partner macht das jetzt. Das ist für uns sehr wichtig, weil dann können wir dann auch in den Lead gehen und einfach machen mit unserem Netzwerk, mit unseren Partnern. Das ist halt schon sehr gut gewesen. So, und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben natürlich dann, sag ich mal, dieses die GmbH, die jetzt in privaten Anteilen von dir und deinem Vater gehalten wurde, soweit umstrukturiert, dass wir dann einmal die Steuerlast senken konnten. Das fiel aus dem Umwandlungssteuerrecht natürlich drin gewesen, wo die meisten Steuerberater schon raus sind, was ja auch sehr ja fiese Materie ist im deutschen Steuerrecht, muss ich schon sagen. Das ist, ja. Wenn die Leute, ein normaler Steuerberater hört Umwandlungssteuerrecht, dann sind die schon komplett ausgeklinkt. Und das ist wirklich, ja, ist schon ein Spezialthema, ja, muss man zugeben. So, dann ist es natürlich Limited by Guarantee. Das war der zweite Riesenpunkt, den wir da jetzt noch mit behandelt haben. Da sind wir dann nicht nach UK oder Irland dann in dem Fall gegangen, sondern haben jetzt hier eine Liechtensteiner Stiftung ordentlich aufgesetzt, so dass es auch dem DBA mit Deutschland eigentlich standhält in dem Fall. Haben dann auch die Funds, die dann dort waren, auch ordentlich transferiert. Ja, so dass es dann hier auch nicht zu Schenkungen oder Ähnlichem kam. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir dann im nächsten Schritt den Wegzug nach Österreich auch ohne Wegzugssteuer dann soweit gestalten konnten. Und dann der vierte große Block, den wir dann ja noch behandelt haben, ist dann das ganze Thema Erbschaftsschenkungssteuer, wo wir dann mit der Stiftung natürlich auch geholfen haben, die Satzung entsprechend auszustaffieren. Die ganzen Kinder, Kindeskinder, die jetzt bei euch jetzt noch und dann auch in dem Fall sind, soweit die Satzung geschrieben haben, dass sie jetzt nicht mit 20 mehr im Ferrari rumfahren und so weiter, dass sie eine ordentliche Schulausbildung bekommen und so weiter und so weiter. Das ist ja dann auch, das muss organisiert werden und das ist natürlich auch nochmal danke für das Vertrauen. Das macht dann ja der Partner Alex, dann ja, den hatten wir auch schon beim anderen Video, der das dann auch ongoing im Family Office Betreuung bei uns dann mitbetreut. Und ja, das ist schon eine sehr schöne Sache gewesen, glaube ich. Wie war der Prozess denn für dich? So im Allgemeinen? Also im Allgemeinen, ja. Also wir sind natürlich sehr froh auch, dass wir darauf hingewiesen worden sind, dass durch diese Limited in England
und den Umzug nach Österreich, der uns durch die Steuerberater in Deutschland hier, durch den ihr nationalspezifisches Fachwissen, sage ich mal, ist denen nicht klar gewesen, dass wir diese Mehrfachbesteuerung gehabt hätten, dass wir diese Wegzugsteuer-Thematik nicht gelöst ist. Dankeschön, ja. Genau. Ja. Und da sind wir sehr froh und da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben bei Riga und Partner. Und ja, es ist ein sehr offenes, sehr vertrauenswürdiges Verhältnis hier. Man wird sehr warm empfangen, man wird sehr gut betreut, man fühlt sich in guten Händen. Und ja. Ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, als du gekommen bist. Das war. Das merkst du immer am Stresspegel, wenn du da die Hand gibst. Da sind dann immer so leicht schwitzige Hände, ja? Wo der ganz genau weiß, oh je! Das Stresslevel ist gerade hoch. Ja? Und dann, ich glaube, wir hatten 2 Stunden miteinander gesprochen. Ne? Mindestens, ja. Das war ein längeres Gespräch. Dann kam ja noch Papa mit dazu. Genau, ja. Der war auch sehr zuckerlieber Papa, muss man ja sagen. Ein bisschen alt mittlerweile in die Jahre gekommen, aber das ist, denke ich mal, normal. Ja. War ein bisschen überrascht auch, dass er hier fast in die Pfeile getappt wäre, aber das wurde ja alles abgewendet zum Glück. Ja. Ist ja ein gestandener Geschäftsmann, muss man ja sagen. Der hat das ja auch seit Jahren gemacht, aber ist halt ist ein alter Kaufmann. Ja, für ihn ist natürlich, verstehe ich auch, dass Papa da am Ende des Tages, zack, ich habe da so eine gewisse Länderbezogenheit. Für ihn war das anfänglich auch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Für den war das, glaube ich, auch die harte Nuss, eigentlich sich von seinen Steuerberater, Wirtschaftsprüfern so ein bisschen zu lösen und zu öffnen für uns. Zu sagen, okay, mit dem bin ich jetzt schon so lange Zeit gegangen. Das verstehen wir ja auch, das haben wir auch bei anderen Mandanten. Das ist dann schon schwer, so einen Schritt dann zu gehen. Ne? Natürlich ist er in diese Struktur praktisch aufgewachsen oder reingewachsen und hat die dann weiter mit entwickelt. Man muss nichts mehr erklären, man versteht sich blind und das ganze Thema geht dann so weiter. Ne? Ja, sobald das aber international wird, dann kann man froh sein, wenn man sich an jemanden lehnen kann. Das ist auch wieder richtig, ja. Ich meine, da ist natürlich, die machen ihren Job, das darf man nicht immer so... Tagesgeschäft, so nicht zu sagen, super. Sie machen ihr Tagesgeschäft, das ist alles super, aber dann, wenn es halt wirklich darum geht, mal zu optimieren mit Umzug und allem, was dazugehört, dann stößt man halt da tatsächlich an seine Grenzen. Aber das ist ja auch nicht böse, sondern du musst dich in so Sachen reinarbeiten. Und das ist ja auch bei uns beiden so gewesen. Ja, braucht man langjährige Expertise, was geht nicht, ne? Ja. Und ich sag mal auch... was uns ja wichtig ist, dass wir einmal einen ganzheitlichen Ansatz ja haben und vor allen Dingen die Familien, die wir haben, die 150 Mandanten, die wir in der Family Office Betreuung sind, dass wir die halt auch langfristig generationsübergreifend betreuen. Das heißt, das ist ja dann auch immer so, dass wenn dann jemand kommt, das ist kein Spotgeschäft bei uns, das ist wirklich eher der Marathon, den wir da mit dem Mandanten gehen. Ne? Long Distance. Ja. Das ist einfach immer so diese Long Distance. Ja. Und das ist ja auch bei dir dann so der Fall gewesen. Also grundsätzlich war, wir haben, wenn man das mal jetzt so zusammenfassen möchte. Wir haben bei ihm einmal die Wegzugsbesteuerung geklärt. Wir haben bei ihm eine Asset Protection aufgesetzt, die es dir ja ermöglicht, gegen Dritte abgesichert zu sein. Kaufpreisversteuerungsreduzierung. Ja. Kaufpreisreduzierung haben wir gemacht. Dann haben wir natürlich das Thema Erbschaftssteuer, was dir persönlich wichtig gewesen ist. Auf jeden Fall, ja. Ich werde keine Erbschaftssteuer zahlen wollen. Niemals. Es waren deine Worte. Ja? Und die hat mir geholfen. Gut, das war einer der wichtigen Punkte, die wir natürlich da berücksichtigt haben. Und dann natürlich waren es so die ganzen Vehicles, die ganzen Vermögenswerte, ein paar Uhren. Du sammelst ja leidenschaftlich gerne Uhren. Ja. Ne? Das war natürlich wichtig, dass wir das einführen. Hat eine kleine Jolle, so ein kleines Bötchen hatten wir noch. Ne? Und bisschen Immobilien war, glaube ich, auch noch dabei. Immobilien waren zweifach. Wie viele Immobilien waren es bei dir? 4 Stück. 4 Stück. Vier Immobilien haben wir darüber importiert gehabt. Ja. Es war schon ein schöner, umfangreicher Fall und war, glaube ich, auch ganz nice. Ja. Ich danke dir viel, vielmals, dass du heute bei uns gewesen bist, mal kurz über die Erfahrung mit uns gesprochen hast und auch sehr mal so gerne. Mit der Gesamtthematik. Ja. Ja. War für uns persönlich, denke ich mal, ein sehr, sehr interessanter Fall. Ja, ist super, ein spannender Fall, auch signifikante Größenordnung. Und was man ja auch sagen muss, unsere Mandanten fragen uns ja auch öfter mal nach Fällen. Nach Mandanten, ob man sich Referenzen holen kann, das ist bei uns natürlich komplett untypisch, dass wir überhaupt darüber reden, was wir irgendwie im Tagesgeschäft für unsere Mandanten alles leisten. Ja. Aber es ist 100% Diskretion und das ist heute natürlich eine absolute Ausnahme, dass wir jetzt das mal einfach mal so ein bisschen skizziert offenlegen, was wir jetzt eigentlich, welchen Umfang das ganze Thema hat. Ne? Dir vielen Dank.
Gerne. Darfst du danke das mit euch dir machen? Ja, sehr gerne. Wir werden ja weiter zusammenarbeiten in der Zukunft. Ja? Genau. Wenn Sie zukünftig Interesse an einer Asset Protection, am Vermögensschutz haben und wir für Sie einmal ein bisschen die Steuer optimieren dürfen, hergehen dürfen über das Thema Wegzugsbesteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssicherung und allem, was dazugehört, da beraten wir Sie sehr, sehr gerne. Dann hinterlassen Sie uns auch einfach ein Kontaktformular. Wir melden uns umgehend mit einem kostenfreien Erstgespräch. Das kann bei uns an all unseren Standorten erfolgen oder es erfolgt per Zoom oder per Telefon. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Heute auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.